Hallo. Na, wer hat mir auf die Füße geschaut? Ach du, hi. Schmucker Mann aus der ersten Reihe. Wie geht's dir denn? Oh. Ich habe dich nicht verstanden, aber du siehst sehr sympathisch aus. Schön. Man hört mir das nicht an, aber ich bin halb Finne, halb Ungar. Ich komme also aus Ländern, in denen es sehr kalt ist. In dem einen vor allem zwischenmenschlich und das andere ist Finnland. Und es gibt ja in allen Sprachen so schöne Redewendungen und Idiome, wie jemanden um die Ecke bringen beispielsweise. Das hört man dieser Tage in Österreich sehr oft. Und Finnland hat auch ganz spannende Redewendungen dieser Art. Und ich habe daraus einen Text gebaut für den Fall, dass ihr mal in den Norden wollt, weil ihr sehr gerne sehr viel Geld für Schnaps ausgeben wollt oder sowas. Damit ihr einfach ausgestattet seid mit dem nötigen Wissen. Und der Text geht so. Viel Spaß. Nachname ungarisch, Vorname finnisch. Seit Kindertagen schon bin ich der feuchte Traum der Linguisten, sprach stets beide Sprachen, bin auf der Flucht vor Kryptologen, denn unter meinen Haaren nisten obskure Verben und Pronomen. Meine Muttersprache triffst du im hohen Norden, wo die Auroren Borealen über zugeschneiten Orten, in denen Worte aus Vokalen zur Bedeutung sich kohorten. Hier gibt es Dunkelheit und Schnaps. Die Fauna besteht aus Wölfen und Bären, hier ist das Unglück weit und ach, die Sauna dampft dir schon zu Ehren, werter Gast. Tervetuloa, willkommen in diesem sonderbaren Land, hier sind die Tage nicht lang, komm, setz dich zu uns. Wir reden zwar nicht viel, aber dafür starren wir dich an. Ich möchte mit euch eine sprachliche Reise beginnen, gemeinsam Bedeutung ausloten. Wir betrachten semantisch das Wesen erfinden und tun dies mit Hilfe von Anekdoten. Nein heißt auf Finnisch ey was Blödes, weil es irgendwie Bian klingt. Ja heißt eigentlich Güller, nicht so viel mit Güller, das heißt Dorf, nur solange, dass die meisten Finnen lieber das schwedische Jo verwenden. Gern nochmal Jo, um besonders deutlich zu sein, was vor allem im Rahmen der tendenziell einsilbigen Dialoge dazu führt, dass Gespräche zwischen nicht zustimmenden Finnen klingen, als würden Rapper sich gerade aufwärmen. Wir haben keine Computer, wir haben Wissensmaschinen. Wir sind nicht mies drauf, sondern wie ein Bär mit Einschussloch im Hintern. Wir warten nicht auf den Weihnachtsmann, wir warten auf den Weihnachtsbock. Nach finnischer Weihnachtstradition frisst der Kinder. In Finnland haben Menschen darum keine Kurven, sondern was zum Festhalten. Das hilft an Weihnachten vor allem den Kindern. Wir haben keine Drachen, sondern Bergschlangen oder Lachsschlangen, je nach Übersetzung. Wir sind auch nicht pleite. Wir haben einen Matthias in der Tasche. Der weiß auch nicht, wie er da hingekommen ist, aber schämt sich aufgrund des plötzlichen Körperkontakts. Wir haben keine Kilometer. Wir haben Poronkuusema. Das ist die Länge der Strecke, die ein Rentier zurücklegen kann, ohne pinkeln zu müssen. Umgerechnet sind das etwa 7,5 Kilometer. In Finnland ist darum auch nichts am Arsch der Welt, sondern hinter Gottes Rücken. In Finnland löst sich nichts in Luft auf, sondern verschwindet wie ein Furz in der Sahara. Was witzig ist, weil Finnen sich in der Sahara wirklich auflösen. Ein Finne wird von der Sonne nicht braun, ein Finne stirbt. In Finnland ist auch nicht Schnee von gestern, sondern Schnee vom letzten Winter. Weil der Schnee von gestern auch der Schnee von heute, von morgen, von nächsten Dienstag und von Ende des Monats ist. Es ist kalt, das Zeug schmilzt nicht so schnell. In finnischen Pornos fragt darum auch niemand, warum liegt da eigentlich Stroh? Man fragt stattdessen nichts, man starrt sich an. Wir fragen auch nicht, danke. Wir fragen auch nicht, ob du alle Latten am Zaun hast. Wir fragen, ob alle Mumins im Tal sind. Du kennst das schön. Für alle anderen, Mumins sind bunte Nilpferde und leben in einem Tal. Sie entstammen dem besten Kinderbuch aller Zeiten und sind heilig. Und wenn du sie beleidigst, dann holt dich Morra und dann erfrierst du. Ein Finne droht nicht, dich umzubringen. Er führt dich hinter die Sauna. Dort erfrierst du. Deshalb beißen wir Finnen auch nicht ins Gras. Wir treten ins Leere, das Gras ist alle. Und wenn du stirbst, dann fluchst du und Finnen fluchen verdammt viel. Und eigentlich ist es am spannendsten, Schimpfwörter aus fremden Sprachen zu lernen. Darum eine kleine Einführung. Am liebsten verwenden wir das Wort Vittu. Wenn du jemanden loswerden willst, sagst du nicht fick dich, sondern heißt da Vittu. Das bedeutet übersetzt, riech an einer vulgären Beschreibung für die äußerlichen primären weiblichen Geschlechtsorgane. Ich mag das deutsche Wort nicht, aber es reimt sich auf Glotze. Manchmal liegt aber auch Schnee und mit manchmal meine ich immer. Dann sagen wir Suksi Vittun. Das heißt auch fick dich, aber in diesem Fall erfolgt die Fortbewegung auf Skiern. In besonderen Fällen gibt es auch ein Vedda Vittu Pähän, was frei übersetzt deine Aufforderung ist, in die eigene Mutter zurückzukehren. Ja, ich sage in, der Finne ist präzise. Ich möchte mich verabschieden mit dem puren Ausdruck finnischer Lebensfreude. Es gibt im Finnischen ein Wort für das Gefühl der Euphorie und Zufriedenheit, die ihr empfindet, wenn ihr in einer Hüpfburg herumbounst. Dieses Wort besteht aus 18 Buchstaben, 9 davon sind Ys. Und es heißt Hüppedünedüdüdüs. Ciao, schönen Abend.